Hi, mein Name ist Tim Brinkenroth von www.deinschlagzeuglehrer.de und ich begrüße dich herzlich hier auf meinem Kanal. Heute geht es um eine Fill-In-Idee mit einem bestimmten Sticking. Auf geht's! Das war mal so ein kleiner Eindruck von dem, was euch heute hier erwartet. Es geht also um ein bestimmtes Sticking, das wir in einem bestimmten Notenwert spielen und das dadurch so ein bisschen spannender und versetzt klingt. Das Sticking, um das es geht, ist rechts, links, links, rechts, links, links, rechts, links. Auf dieses Sticking bin ich gekommen, weil ich mit einem Schüler so Dancehall-Rugger-Zeugs gemacht habe. Und der Schüler war nicht in der Lage, diesen typischen Groove davon direkt wiederzugeben. Der typische Rugger Dancehall Groove ist nämlich folgender. Und da dachte ich mir, ja komm, irgendwie muss es ja eine Möglichkeit geben, dem das rhythmisch nahe zu bringen. Und da kam ich auf dieses Sticking. Rechts, links, links, rechts, links, links, rechts, links. Das haben wir dann erst mit der rechten Hand auf Tom 3 gespielt, mit der linken Hand auf der Snare Drum. Das wäre dann folgendesmaßen. Und dann haben wir das ein bisschen auf dem Schlagzeug verteilt und so kam die Idee zu diesem Sticking. So, das habe ich auch eben gespielt in meinen ganzen Fill-Ins, die ich, wie gesagt, hier im Eingang gespielt habe. Das waren alles diese Sticking-Kombinationen. Rechts, links, links, rechts, links, rechts, links. Ich habe sie nur ein bisschen anders verteilt. Das erste war dann eben auf die Toms zum Beispiel. Oder ich habe es mit Hide und Snare ein bisschen gespielt. Das ist die Grundidee des Ganzen. Also, das Sticking ist dann soweit klar. Wenn man es ein bisschen schneller spielt, dann hört man eindeutig diesen Boom, Boom, Chuck, Boom, Boom, Chuck raus. Und das sind eigentlich 16. Noten. Es ist ja ein Sticking, das aus insgesamt 8 Schlägen besteht. 2 Dreier-Groupings, rechts, links, links, rechts, links, links und ein Zweier-Grouping, rechts, links. Und ich interpretiere das meistens als 16-Figur. Das heißt, wenn wir das mal als Klick haben, 1, 2 und 3 und 4. Dann ist es ganz klar 16. Notenbasis und es geht ja auch auf 8 Schläge. Eindeutig binär, das heißt, da kann man gut mit 8 oder mit 16. Noten arbeiten. Und dieses Sticking habe ich dann halt eben genommen und in einen anderen Notenwert transferiert, der erstmal nicht naheliegend mit einem 8er Sticking was zu tun hat. Und das sind die 6 Tol. 6 Tol sind dann auf einen Pulsschlag 6 Schläge und nicht wie bei den 16. Noten 4 Schläge. Das heißt, in einem gesamten Takt kommen 24 Sechstolenschläge vor, anstatt 16 Sechzehntelschläge. Also wer noch nie Sechstolenschläge gehört hat, Sechstolen wären also 6 Schläge pro Klick. Das waren jetzt mal einfach 6 Tolen auf der Snare Drum gespielt. 6 Tolen zähle ich übrigens 1 Tita und Tita, 2 Tita und Tita, 3 Tita und Tita, 4 Tita und Tita. Was wir jetzt machen, wir nehmen unser aus 8 Schlägen bestehendes Sticking und legen das über diesen 6 Tolen Rhythmus drüber. Bedeutet, wir haben eine 8er Sticking Figur über einem 6er Rhythmus, geht also nicht auf, es verschiebt sich und das ist das Spannende da dran.
Wenn wir es jetzt machen, wäre es folgendermaßen: Wir spielen ja immer rechts, links, links, rechts, links, links, rechts, links. Und ich erzähle euch jetzt mal, oder ich erkläre euch schon mal auf, wo eure rechten Schläge liegen. Die liegen am Anfang auf der 1, auf der und auf der 2, dann auf den nächsten drei Tas und dann auf den nächsten drei Tees. Das ist unser Verschieber. Ich mache es einmal vor, ich zähle es für euch mit und dann versucht mal mitzukommen, was passiert. Also schön, langsam und zum Nachvollziehen. Ich zähle einen halben Takt vorweg. Drei Tita und Tita, vier Tita und Tita, ein Tita und Tita, zwei Tita und Tita, drei Tita und Tita, vier Tita und Tita, ein Tita und Tita, zwei Tita und Tita, drei Tita und Tita, vier Tita. Das war jetzt mal das Sticking schön langsam zu nachvollziehen. Schneller würde das dann folgendermaßen klingen. Wenn ihr also dieses Sticking nehmt und über diese Sextol legt, könnt ihr eine rhythmische Illusion erschaffen. Das heißt, euer Zuhörer oder eure Zuhörerin, die wird das eher als diesen typischen Ragga Dancehall-Groove auffassen und so könnt ihr dann eine Täuschung erzeugen, die einen ziemlich coolen Effekt hat. Das war's für heute von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt eine Inspiration bekommen. Ich hoffe, ihr könnt Ideen mitnehmen, wie ihr mit verschiedenen Stickings in unterschiedlichen Notenwerten was anstellen könnt. Experimentiert, probiert aus. Das ist eigentlich das Beste, was ihr in dem Falle machen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da und bitte abonniert meinen Kanal. Schaut auf meiner Seite mal vorbei, www.deinschlagzeuglehrer.de und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir auf Instagram und Facebook folgen würdet. In dem Sinne, bleibt gesund und munter. Ich wünsche euch alles Gute. Bis demnächst, euer Timo. Ciao.